Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei S-Turnier. Genau. So. Gut. Dann komme ich mal rüber. Mach das. Ja, und wir sind gerade auf Silber? Novus, glaube ich. Novus. So. Gefunden. Schau mal. That's one spicy meatball. Gut, ich gehe da mal weg damit. Willst okay, du die Kiste also nicht aufmachen? Nee, brauchen wir nicht. Ah. Das kannst du gerne machen, aber dann gehst du bitte ein bisschen weiter weg. Außerdem brauchen wir für die beiden Kisten nur ein einziges Dynamit. Ja, dachte ich mir. Okay, wir machen einmal einen großen Schredder. So, zwei Exochip A, Wolfram Carbide. Wolfram Carbide, Wolfram und Kohlenstoff. Haben wir noch Kohlenstoff rumliegen? Wahrscheinlich nicht. Aber Kiste zertrümmert. Nice. So, Wolfram Carbide. Dann die zwei Exochips, die ich hier gerade irgendwo abgeladen habe. Da sind sie. Und dann machen wir einmal einen großen Shredder. So. Dann Aluminium und... Achso, Kupfer wollte ich eigentlich mitnehmen. Zack. Aber mit den Zink kann ich dann auch gleich was machen. Ja, und die Großen brauchen tatsächlich kein eigenes, also haben ein eigenes Stiftvermögen. Was das hast gut. Du? Die großen Windräder brauchen wirklich keinen Stand. Ach so, ja, die stehen von selbst.
Ja, und dein Kurs ist noch nicht so weit. Nein, aber demnächst. Sehr gut. Hast du das Zeug rausgenommen, was du brauchst? Bis jetzt ja. Aber ich werde mir immer wieder Zeug rausnehmen. Gut. Ich glaube, theoretischerweise können wir... Ja. Vielleicht sogar schon ein großes Shuttle machen. Lass mich mal schauen. Titanlegierung, Keramik. Titanlegierung. Was brauchen wir für Titanlegierung? Achso, dafür brauchen wir Stickstoff. Okay. Wird also doch noch nichts. Aha. Gibt's eigentlich auf Atrox für Ressourcen? Erwähnenswerte Ressourcen? Keine. Oh, da müssen wir also alles hinliefern. Sehr interessant. Das wollte ich auch gerade reinpacken. Achso, sorry. Kein Problem. Also, Windturbine X. Dann drei Stück davon, dann machen wir noch ein großes Lager davon. So, und dann kann ich mal durchkommen. Was ich mich gerade frage, kann man mittleren Schredder mit einem großen Schredder schreddern? Theoretisch, ja. Aber das bringt uns ja nichts. Nee, oh, theoretisch möglich. Es wäre einfach nur dämlich. Ja. Aber möglich. Aber möglich. Das Problem ist einfach das Transportieren. Und was? Sorry. Ich hatte gerade Gehirnsachen. Und zwar das Transportieren von Sachen, die man schreddern will. Großen Sachen. Dafür kannst du theoretischerweise einen Rover nehmen. Ja. Wenn die Plattform groß genug ist von dem. Aber wir haben hier halt leider noch keinen. Du könntest dir theoretisch einen machen, wenn du das möchtest. Oder halt so auch nicht. Dringend ist es auch wieder nicht. So, drei neue Batterien. Okay. Dann ein großes Lager. Die wir gerade tatsächlich nicht verwenden können. Das ist auch mal ein gutes Problem zu haben. Ach jawohl, ein Schrottbehälter. Geil. Ja. Ist das Sinnvollste, oder? Macht Sinn auf jeden Fall, ja. Es gibt auch Sachen, die zu groß sind, um sie zu heben. Ja, die kriegst du dann aber nicht weg.
So, zwei große Windturbinen. Das sollte doch erstmal reichen. Okay. Was machst du da gerade? Mir ist aufgefallen, dass der Teil nicht richtig funktioniert, wenn er im Schatten ist. Ach so. Also habe ich versucht, ihn nicht im Schatten stehen zu lassen. Ja. Aber der bewegt sich nicht so ganz, wie ich es mir erhofft hatte. Das ist natürlich nicht so geil. Deshalb. Also momentan sind unsere Akkus voll. Das ist sehr gut. Mein Gott, komm schon. Was hast du gesagt? Was? Was du gesagt hast? Du bist gerade bei mir ziemlich im Legge. Du bei mir auch? Das ist schlecht. Das ist jetzt besser. Ja. Und bei mir? Okay. Ja, auch. Ich glaube, da hatte Discord kurzzeitig mal ein bisschen Fehler drin. Discord doch nicht. Scheinbar schon. Ja, die Batterien haben ausgereicht. Das ist doch schön. Okay. Ich glaube, wir sollten eine Basis auf Aatrox erstellen. Ja. So, einen Stahl haben wir noch da. Ich würde. Ja, zwei Exo-Chips würde ich mitnehmen. Das
zwei Sachen. Dann sollten wir den Sauerstoffgenerator vielleicht neu bauen. Was ist denn der? Aluminium in Keramik. Okay, hast du Lust, mit auf Atrox zu gehen, dass wir da nochmal eine Base aufbauen? Ja. Ich will zuerst hier das Teil. Du kannst auch versuchen, mir zu helfen, hier das Teil gerade zu rücken. Warte, ach, da ist es jetzt. Zack. Wir müssen ihn auf die andere Seite. Die Perfekt, jetzt muss er nur noch... Ah, verdammt, nein. Ah. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Ja. Ist doch richtig rum. Ja. Müssen wir es nur noch anschließen. So. Ich es nicht. Na, verdammt. Gut, dann gehe ich mehr. Und zack. Muss noch ein bisschen näher. Ist zu weit. Ist zu weit. Yay. Im Moment funktioniert es ja nicht, aber sobald die Sonne da ist. Okay. Brauchen wir Stahl im neuen? Ein bisschen, ja. Nimm's mit. Nimm einfach mit. Okay. Also ich habe auch den Sitz schon hin. Aber ich sag dir, Atrox ist interessant. Ein gefährlicher Pflaster.
der gefährlichste Planet in dem gesamten Solarsystem. Gut. Bist du schon drin? Ja. Ich bin schon drin, ja. Ich warte auf dich. Komm, brauchen wir... Ich habe alles dabei, was wir sonst noch brauchen. Auch eine Luftherstellung? Ja, habe ich. So. Kalidor Atrox. Okay, ein Quarz habe ich jetzt nicht mitgenommen, dass wir einen Marker machen können. Okay, gibt es keine Quarz auf Atrox? Normalerweise schon. Quarz müsste es auf jedem Planeten geben. Okay, gut. So, gehen wir da runter. Ja, wir gehen da hin. Wird schon schief gehen. Ja. So, das Problem ist, es gibt hier genau solche gibt's. Und die, das Problem ist bei diesen Viechern, erstens, die machen One-Hit und zweitens, die können eine Rakete zerstören. Das ist nicht so geil. Okay. Okay. Gut, da oben haben wir noch so eine Pflanze. Na, kann ich das nicht mitnehmen? Jetzt kann ich es mitnehmen. Okay. Nein. Ach, hier unten ist direkt gemischt, das ist gut. Okay. Also, weg, 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 das Ding aufmachen. So, kleiner Drucker. Kleiner Drucker. So. So. So, eins und noch eins. Gut. Ich mache ein bisschen Terraforming. Yep, sehr gut. Denn die gehen sah nicht gerade sehr bebaubar aus. Dann haben wir jetzt genügend Gemisch für alle möglichen Sachen. Dann tue ich mal mein... Was da raus? So. Ein mittlerer Drucker. Und dann brauchen wir jetzt unbedingt Harz als nächstes. Okay. Ach, verdammt. Oh, mein Gott. Okay, dann nehme ich mir das Ding wieder mit. Ach, wir haben doch direkt Harz da, das ist doch toll. Gut. Oder? Ach ne, das sieht nur aus wie Harz. Sorry, ist kein Harz. Sorry. Ich komme... Ah.
Hast du irgendwo Harz gefunden? Nein. Okay, schade. Ah, hier ist Ammonium. Gar nicht mal wenig auch. Okay, irgendwo Harz, bitte, bitte, bitte. Ja. Es muss doch auf Aatrox Harz geben. Kann nicht sein, dass es hier keinen geben sollte. Oh, wir wissen es ja nicht. Normalerweise gibt es auf jedem Planeten Harzgemisch und Quarz. Das sind so die Standard. Normalerweise, aber ich würde das hier als Planeten nicht normalerweise nennen, oder? Ja, es ist der schwierigste Planet, ne? Das ist halt schon ein bisschen was anderes. Okay, ich fülle mal schnell Sauerstoff nach. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter weg. Okay. Da ist noch eine Schusspflanze, die wird natürlich entwurzelt. Natürlich. Was der Schaden anrichten kann und was zum F ist das. Du kommst auch weg. Wir haben schon mal viel Forschungsobjekte hier. Hm? Da ist noch mal ganz viel Gemisch. Das sieht mir auch noch Gemisch aus. Also eine Stachelpflanze. Da, ich habe Harz gefunden. Sehr gut. Und diesmal auch wirklich. Und nicht nur Pflanzen, die so aussehen, als wären sie Harz. Yep, das ist Harz. Und ich habe Ammonium gefunden. Okay. So. Okay, und Sauerstoff, ganz wichtig.
Im Moment ist es noch wichtig. Aber später einmal, wenn wir den tragbaren Sauerstoff Dings haben, ist es nicht mehr wichtig. Sauerstoffgenerator. Nein! Das ist ein Raumschiff. Mein Gott. Oh, wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.